Herzlich willkommen zum zweiten Deep Dive Panel hier auf der Bühne, auf der Deep Dive Bühne zum Thema So profitiert der Autohandel vom neuesten Plattform Update. Plattform Update. Damit meinen wir die Einführung der 4 neuen Pakete, die es seit Oktober gibt. Ich bin Anja, ich arbeite seit 6 Jahren bei mobile.de, bin im Key Account Team und freue mich, dass Sie jetzt hier diesem Panel folgen. Vor einigen Wochen, eben Anfang Oktober, haben wir diese 4 neuen Pakete gelauncht und die haben unterschiedliche Bestandteile. Wahrscheinlich haben Sie sich schon damit auseinandergesetzt oder wurden von uns dazu beraten. Ich werde noch mal einen kurzen Einblick geben und dann werden wir tief tauchen, deep diven. Und zwar in 5 Features, die wir heute hier genauer beleuchten werden. Wir werden Ihnen erzählen, warum Sie diese Features nutzen sollten und vor allen Dingen, wie Sie diese Features nutzen sollten. Wir nehmen uns also die Zeit, unter die Motorhaube zu schauen und wollen Ihnen eben viele, viele Tipps und Tricks geben, die Ihnen helfen, im Tagesgeschäft einfacher, effizienter und vor allen Dingen erfolgreicher, noch erfolgreicher zu arbeiten. Sind Sie gespannt? Denn damit geht es los. Wir werden Ihnen eine Paketübersicht eben noch mal kurz geben, die Hintergründe dazu vorstellen und dann sofort eben in die Deep Dives geben. Ich verspreche Ihnen mindestens 4 Takeaways, die ich zum Schluss noch mal zusammenfassen werde, aber Sie werden viel mehr Tipps und Tricks mitnehmen. Und damit das hier auch wirklich funktioniert, habe ich 2 Experten mitgebracht. Eine Expertin, und zwar Julia Linde zu meiner Rechten. Sie ist Project Lead bei uns und hat eine große Mitverantwortung für die Einführung der neuen Pakete. Und Axel Navroth, er ist bei mobile.de eine Säule im Customer Service und sorgt mit den Kollegen in den unterschiedlichsten Teams dafür, dass wir ein hohes Service-Level haben. Julia, du hast so einen spannenden Lebenslauf, finde ich zumindest. Ich bitte dich doch mal 2, 3 Sätze, gern auch 4, 5, 6 über dich zu erzählen. Seien Sie gespannt. Danke, Anja. Hallo zusammen. Ich heiße Julia Linde, bin Projektmanagerin bei mobile.de und projektverantwortlich für die neuen Paketstrukturen, die Sie alle hoffentlich kennen und seit Oktober diesen Jahres auch nutzen. Wie in jedem guten Projekt ist es immer wichtig, einen Fahrplan zu haben. Wir müssen wissen, was Teil des Projektes ist und was nicht Teil des Projektes ist. Und trotzdem auf dem Weg dorthin, egal wie gut unser Fahrplan ist, müssen wir viel iterieren, testen und anpassen. Und so war auch mein Weg zu mobile.de. Nach meinem Wirtschaftsrechtsstudium war mir eine Sache ganz klar, ich werde keine Wirtschaftsjuristin und bin daraufhin Projektmanagerin geworden. Ich war lange in der Startup-Welt von New York unterwegs, durfte Erfahrungen in der politischen Welt von Brüssel sammeln und 9 Städte, 3 Länder und 2 Kontinente später bin ich in der einzigen Stadt gelandet, in der ich niemals leben wollte, Berlin. Und heute liebe ich es über alles. Ich bin jetzt seit 2,5 Jahren bei Ade Winter, durfte dabei bereits die Automobilindustrie Kanadas kennenlernen bei Kijiji Autos und bin jetzt seit einem Jahr bei mobile.de. Und in der Position stehe ich heute auch vor Ihnen und freue mich, hier zu sein. Und das ist auch gut so, liebe Julia, vielen Dank. Axel, wir zwei sind Berliner, du bist unser geschätzter Wissensschatz, denn du bist schon seit über 16 Jahren bei mobile, aber stell dich doch gerne noch mal selber vor. Es soll den einen oder anderen Kunden geben, der noch nicht Kontakt mit dir hatte. Das kann kaum sein, kann ich mir gar nicht vorstellen. Nee. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Genau, mein Name ist Axel Navroth, ich bin seit 2008 im Kundenservice von mobile.de tätig, also gut 16 Jahre mittlerweile. Ja, Anja hat es gesagt, den einen oder anderen Händlerkontakt habe ich bestimmt auch persönlich mit Ihnen schon gehabt. Hin und wieder greife ich auch heute noch zur Tastatur, um einfach Kundenanfragen, Ihre Anfragen, Ihr Feedback, Ihre Reaktionen auch gerne persönlich entgegenzunehmen und zu beantworten. Ja, kurz zu mir, ich bin 45 Jahre alt, verheiratet, habe 4 Kinder, also neben Autos und Internet noch andere Hobbys und wer im Anschluss gerne draußen bei einem Kaffee sich auch über pubertierende Teenager oder Zwillinge im Grundschulalter unterhalten möchte, der ist bei mir dann auch an der richtigen Adresse. Ja, also stressabrupt auf jeden Fall. Das in jedem Fall. Okay, ich habe ja versprochen, dass wir noch mal ganz kurz die Details der neuen Paketstruktur vorstellen. Das mache ich gerne. Die sind entstanden in den letzten Jahren. Das haben wir nicht in einer Woche oder so uns ausgedacht, sondern wir haben sehr, 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 sehr viele Gespräche mit Ihnen, liebe Händler, Händlerinnen geführt, mit unseren Kunden. Und wir haben eben die unterschiedlichsten Bedürfnisse aufgenommen. Da gibt es Kunden von uns, die wollen einfach nur inserieren.
Und dann gibt es aber auch Händler und Händlerinnen, die wollen gern ihre Kundenkommunikation über uns abbilden oder aber auch zeigen, dass sie liefern. Und so sind eben 4 unterschiedliche Pakete mit den unterschiedlichsten Paketbestandteilen entstanden. Das sind die Pakete Bronze, Silber, Gold und Platin. Bronze ist eben das Paket, in dem man einfach inserieren kann. Hier profitieren Sie von mobile.de, von der größten Reichweite, also von dem stärksten Marktplatz. Und wir haben hier auch schon ein Dialogcenter, das Ihnen zur Verfügung steht, über das ich gleich mit Axel sprechen werde. Im Silberpaket haben Sie schon eine gesteigerte organische Sichtbarkeit für Ihre Inserate, können Nachfragewerkzeuge für noch mehr Sichtbarkeit buchen und haben unter anderem die Möglichkeit, ein Direktangebot an Ihre Interessenten abzugeben. Julia ist da Expertin und wird gleich sehr viel Tipps dazu geben. Im Goldpaket haben Sie schon 4-mal mehr Sichtbarkeit für Ihre Inserate im Gegensatz zu Bronze. Sie können hier Nachfragewerkzeuge in höherer Staffelmenge buchen, einsetzen und haben auch die Möglichkeit, individuelle Ansprechpartner zu hinterlegen. Warum und wie Sie das tun sollten, das wird dann wieder Axel für uns zur Verfügung stellen. Und im Platin-Paket, unserem ultimativen Geschäftsbooster für Sie, haben Ihre Inserate 7-mal mehr Sichtbarkeit als in Bronze. Sie haben 5-fache Menge an Nachfragewerkzeugen und vieles, vieles mehr, können aber jetzt auch neu zeigen, dass Sie Fahrzeuge zu Kunden liefern würden oder in andere Filialen auch zur Verfügung stellen würden. Okay, dann werden wir mal mit der Frage des Warum starten? Denn, liebe Julia, das werde ich oft in meinen Kundengesprächen gefragt. Ich sehe auch einige hier im Raum, die mich gefragt haben, es gab doch 3 Pakete, es war doch alles wunderbar. Warum sind es denn jetzt 4? Ja, das ist eine sehr gute Frage, die wir natürlich häufig hören. Man muss dazu sagen, die 3 Paketstrukturen haben jahrelang für alle uns von uns hier sehr gut funktioniert. Aber wir haben uns dem gestellt, wir haben mittlerweile im Vergleich zu 2017 fast 40.000 Händlerinnen und Händler, die tagtäglich unsere Plattform nutzen. Das heißt, all sie, und Sie können es am besten beantworten, haben unterschiedliche Geschäftsmodelle, Zielgruppen, Anforderungen, aber auch Herausforderungen, die sie sich jeden Tag stellen. Mhm. Und wir bei mobile.de haben uns eins zum Ziel gesetzt, und zwar zu verstehen, wie wir das Angebot, was wir ihnen geben, noch optimaler gestalten können an der Stelle. Das heißt, wir haben uns damit befasst, was ihre Anforderungen sind und sind dazu gekommen, dass wir mit 4 Paketen, das heißt vom Bronze, wie du gerade gesagt hast, vom Einstiegspaket, was primär fürs Einstellen von Inseraten geeignet ist, bis hin zum Platin-Paket, welches sich an die Händlerinnen und Händler von ihnen richtet, die viel Wert auf exklusive Produkte legen, besser abdecken können. Mhm. Das hört sich so erstmal alles richtig und gut an, was aber meine Händler auch noch oft fragen: Wie viel Aufwand steckt denn dahinter? Was hat das für uns intern bedeutet? Ja, klingt vielleicht erstmal nach gar nicht so viel Arbeit, von 3 auf 4 Paketen umstellen. Aber wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, da hängt ganz schön viel Arbeit dran. Wir mussten die Suchen anpassen, den Händlerbereich, die Einstellart, wie sie ihre Inserate pflegen, bis Verträge und Produktbeschreibungen. Ja. Und wenn wir das alles sehen, ich könnte jetzt eine ganze Stunde nur davon reden, was wir alles machen mussten, aber am Ende haben Sie uns auch geholfen, denn 8.000 Händlerinnen und Händler haben an unseren Umfragen teilgenommen und konnten uns somit helfen, die Pakete noch besser zu gestalten. Ja. Und dann war es im Prinzip im Oktober soweit. Wir haben migriert und haben im Oktober alle fast 40.000 Händlerinnen und Händler migriert, was auf Inseratsebene 1,1 Millionen Inserate sind. Ich glaube, die Zahl können wir kurz mal alle auf uns wirken lassen, von was für einem Ausmaß wir mittlerweile sprechen. Mhm. Und zusätzlich zu der Paketänderung haben wir es trotzdem geschafft, 12 neue Produkte dieses Jahr auf den Markt für Sie zu bringen, die Sie auch in den Paketen wiederfinden. Und über 5 sprechen wir heute ein bisschen detaillierter. Genau, über 5 sprechen wir. Danke, Julia. Ein kurzer Einblick in unsere Kulissen sozusagen. Aber jetzt starten wir richtig mit dem Deep Dive. Wir beginnen mit dem Dialogcenter. Das ist nämlich schon im Bronzepaket verfügbar und hat eine ganze Menge Möglichkeiten, die Kommunikation mit Ihren Interessenten, mit Ihren Kunden abzubilden.
Welche Vorteile, lieber Axel, hat denn das Dialogcenter und wie nutze ich das am besten? Ja, das werden wir in den nächsten Minuten mal ein bisschen rausarbeiten. Kommunikation ist ein gutes Stichwort, ist die Basis für mich natürlich im Alltag, mein Tagesgeschäft im Kundenservice, aber natürlich für Sie auch beim Vertrieb von Fahrzeugen. Gerade im Autohandel werden viele Fragen gestellt, das heißt, es braucht Unmengen Antworten. Es werden Bedürfnisse müssen identifiziert werden und Sie wollen gute Angebote abgeben. Am Ende wollen Sie selber Feedback zurückbekommen, glaube ich, von Ihren Kunden, was Sie besser machen können, um sich vom Wettbewerb auch zu differenzieren. Und deswegen ist Kommunikation allgegenwärtig. Und wenn wir jetzt in Richtung Leads denken und Richtung Anfragen denken, haben die meisten von Ihnen gerade beim Thema Telefon eher weniger Probleme. Mobilgeräte helfen auch hier und da oder gute Telefonanlagen. Wir unterstützen mit Systemen wie dem Anrufanalysten. Also da sehen wir eher weniger Herausforderungen. Aber bei der schriftlichen Kommunikation, bei den schriftlichen Leads, bei den E-Mails, da gibt es durchaus Herausforderungen bei dem einen oder anderen. Und da rede ich vor allem über kleinere und mittlere große Händler, weil die größeren behelfen sich oft mit Technik, Lead-Management-Systemen, ähnlichen, wo eben die vollen Postfächer, wo Leads, Anfragen, Rechnungen, was es alles gibt, ne, bis hin zu Spam und Marketing-Kommunikation reinkommt, behelfen sich mit Technik, die das vorsortiert, gut routet, an die richtige Stelle liefert und gegebenenfalls auch bei der Beantwortung oder eben durch Anreicherung mit Daten schon hilft. Aber kleinere und mittlere Händler arbeiten oftmals eben mit E-Mail-Postfächern und das Einzige, was sie dagegen legen können, ist Manpower. Also viel Arbeit, das zu sortieren, die Fragen zu beantworten, eben darauf zu reagieren. Und das führt so weit, dass eben zum Teil die Reaktionszeiten relativ hoch sind, eben zum Teil mehrere Tage notwendig sind, bis eine Kundenanfrage beantwortet wird. Oder man sieht es auch heute noch auf der Plattform, es gibt Händler, die schreiben sogar in die Inserate rein, dass sie nicht auf schriftliche Anfragen reagieren. Und ich glaube, das ist im Jahr 2023 nicht wirklich mehr zeitgemäß. Und das erwartet auch kein Kunde, dass eben so ein Kanal, eben wie eine schriftliche Anfrage, die ja im Inserat zur Verfügung steht, dann einfach auch nicht bedient wird. Das ist, denke ich, was nicht wünschenswert ist. Und genau da wollen wir ansetzen, da wollen wir helfen. Und dafür ist das Dialogcenter dann im ersten Schritt die Lösung. Das Dialogcenter gibt Ihnen die Möglichkeit, tatsächlich aus Ihrem E-Mail-Postfach rauszukommen und im Händlerbereich eine gut strukturierte, übersichtliche Lead-Plattform vorzufinden, wo Sie alle Anfragen von mobile.de übersichtlich vorfinden. Kleiner Hinweis darauf, das geht hier erstmal um die Anfragen, die aus den Verkaufsinseraten kommen, also das Thema Finanzierungsleads und auch Leasing-Leads haben wir noch nicht integriert. Das ist was wir uns im nächsten Schritt dem Thema, wenn wir uns da widmen, wie wir das noch besser für Sie zusammenfassen können. Aber wir reden jetzt hier über die klassische Anfrage über das Verkaufsinserat. Und wir versuchen mit dem Dialogcenter aus dem Thema E-Mail raus, rein in eine viel schnellere und viel einfachere Chat-Kommunikation zu kommen. Das heißt, Sie bekommen ein Tool an die Hand, mit dem Sie sehr einfach, sehr schnell direkt auf die Anfragen reagieren können. Auf der anderen Seite, unsere Endkunden arbeiten oftmals mit Apps und finden dort im Prinzip genau das Gegenstück davon. Und so beschleunigen Sie damit automatisch die Interaktion. Sie können über das Dialogcenter direkt auch schon ab dem Bronze-Paket Anhänge verschicken. Das heißt, zusätzliche Bilder, Dokumente, die im Laufe der Kommunikation notwendig sind, können direkt angehängt und mit verschickt werden. Und einen kleinen positiven Nebeneffekt gibt es auch noch. Ich denke, die meisten von Ihnen haben schon Kontakt mit Phishing-E-Mails gehabt, wo versucht wird, quasi Ihre Zugangsdaten zum Beispiel zum Händlerbereich abzugreifen. Da sind Sie auch mit dem Dialogcenter deutlich geschützter, weil eben hier keine nachgebauten E-Mails Ihr Postfach erreichen, sondern Sie tatsächlich Anfragen über unsere Plattform dort nur fortfinden. Ja, jetzt werden einige sagen, so, ja, auf die Antworten, also schriftlich antworten muss ich ja trotzdem noch, ne? Der Aufwand bleibt ja in irgendeiner Form. Ja, ich habe es schon angesprochen, wir versuchen das Ganze in den Bereich Chat zu überführen. Warum ist Chat spannender als E-Mail? Ja, weil es einfach schneller geht, weil es einfacher ist, weil Sie viel stärker, personalisierter in die Interaktion kommen können. Denn nicht nur für Sie soll es einfacher sein, sondern auch Ihre Endkunden lieben solche Chat-Tools und solche Möglichkeiten, eben schnell nebenbei mit Ihnen zu interagieren. Nehmen wir das Beispiel, Sie sitzen in der Bahn, ne, möchten jetzt nicht unbedingt ein Telefonat führen oder fängt auch keiner an, große E-Mails zu schreiben, aber mal schnell eine Rückantwort beantworten oder eben so einen schnellen Austausch zu machen. Das kennt jeder und macht dann jeder eben nebenbei. Oder wenn es doch mal in einem Call ein bisschen länger dauert und langweilig ist, auch dann beschäftigen sich ja durchaus einige nebenbei auch mit solchen Themen. Insofern, Bequemlichkeit kommt mit rein.
Und all das führt automatisch zu höherer Kundenzufriedenheit. Jetzt komme ich aus dem Kundenservice. Auch wir setzen Chat zum Beispiel im Leasingbereich oder in der Vergangenheit auch im Privatkundenbereich ein. Und da kann ich Ihnen sagen, dass die Werte, die wir messen, und wir sind sehr zahlenaffin, wir messen Kundenzufriedenheit, fragen die direkt ab, die sind bei Chat vergleichbar mit Telefonie. Warum? Aus den Gründen, die ich gerade schon genannt habe. Sie kriegen schneller Antworten, sie gehen in eine Interaktion, die ist zwar schriftlich, aber die ähnelt doch sehr einem direkten Telefonat oder Gespräch. Und somit kommen Kunden schneller zu einer Lösung, zu einem Ergebnis, was sie dann auch glücklicher macht. Einen Vorteil haben wir gegenüber dem Telefonat oder dem Gespräch. Das ist nämlich oftmals flüchtig und später weiß keiner mehr genau, was gesagt wurde oder hat eine unterschiedliche Wahrnehmung und Interpretation. Der Vorteil beim Chat ist hier, Sie können alles nachlesen. Es ist historisiert, Sie haben schönen Ablauf, die Chronologie, was habe ich gestern geschrieben, das können Sie nachlesen, ähnlich wie bei einer Mail, aber das ist eben der Vorteil schriftlicher Kommunikation. Und am Ende stehen auch höhere Conversion Rates einfach da, weil eben Anliegen beantwortet, schneller beantwortet werden und Sie im Vergleich zu Kunden oder zu Händlern, die eventuell noch Ihre E-Mails sortieren, tatsächlich dann den einen oder anderen Interessenten schon zu einer Probefahrt vielleicht eingeladen haben oder bei sich auf den Hof transportiert haben. Insofern Geschwindigkeit ist da der Schlüssel. Wunderbar. Das sind alles hervorragende Vorteile, das Dialogcenter zu nutzen. Ich finde vor allen Dingen die Geschwindigkeit so wichtig. Wir sagen ja immer, dass Interessenten innerhalb von 4 Stunden eine Antwort erwarten. Es gibt Gruppen, die sind da noch schneller. 20 Minuten habe ich auch schon gehört. Das ist der Vorteil. Okay, aber Axel, wie kann man denn jetzt oder welche Tipps kannst du denn unseren Händlerinnen und Händlern geben, den Aufwand zu reduzieren? Ja, wir sind auf der Deep Dive Bühne, ne? Ja, das, deswegen. Da müssen wir ein bisschen tiefer einsteigen. Ja. Und dann habe ich ein Element noch mitgebracht, was wir uns noch mal ein bisschen genauer angucken wollen. Und das ist das Thema Textbausteine. Jetzt sagt sicherlich der eine oder andere, hat er nicht irgendwas von schneller, individueller Kommunikation erzählt? Und jetzt kommt er mit Textbausteinen um die Ecke. Das liegt ein bisschen daran, dass Textbausteine so nachhängt, dass das große Antworttapeten sein müssen mit Universalantworten, die meistens mit der Frage nicht so viel zu tun haben oder die irgendwie nur berühren. Das ist so ein Klischee, beziehungsweise das ist immer dann der Fall, wenn sie schlecht eingesetzt werden. Textbausteine haben nämlich große Vorteile. Sie reduzieren auf jeden Fall ihre Aufwände, nämlich immer dann, wenn es sich um wiederkehrende Kommunikation handelt oder wenn Sie Prozesse beschreiben müssen. Na, wie sieht bei Ihnen eine Probefahrt aus? Was müssen Sie alles mitbringen? Vielleicht ist die Wegbeschreibung auch ein bisschen umständlicher. Sie stehen jetzt nicht gerade an der Hauptstraße, sondern irgendwie in zweiter Reihe. Und wenn Sie das jedes Mal individuell mit der Hand schreiben müssen, dann ist das A, Aufwand und in Stresssituationen durchaus auch etwas, was schnell an Qualität verliert oder an Vollständigkeit verliert. Und da helfen natürlich gut vorbereitete Texte dann ungemein, wenn man mit einem Klick darauf zugreifen kann. Sie können einfacher mehr Informationen zur Verfügung stellen, eben zum Beispiel zu Abläufen, die Sie sich gegebenenfalls sparen, wenn Sie eben im Stress sind. Ne? Also zwischen zwei Kundengesprächen dann vollständig Informationen teilen, ist sicherlich hier und da schwierig. Und insofern greifen Sie darauf zurück, dass Sie sich gut vorbereitet haben. Ein schönes Beispiel für Textbausteine sind auch Zwischennachrichten. Ganz oft passieren Dinge, die Sie vielleicht nicht beeinflussen können. Sie sind abhängig von einem Dienstleister. Die Werkstatt steht noch mit einer Antwort aus. Sie selbst haben so viele Anfragen, so viele Kundengespräche gerade, dass Sie nicht schnell genug antworten können. Das ist für Ihre Interessenten oft schwierig, denn Sie haben eine Anfrage rausgeschickt und warten. Ja, oder Sie haben eine letzte Reaktion von Ihnen gekriegt, die schon von gestern und vorgestern ist. Und dann regen sich oftmals Zweifel, passiert da noch was, bin ich da irgendwie noch auf der Agenda? Und da hilft es durchaus zwischendurch einfach per Klick mal eine Zwischennachricht auszuschicken, zu sagen, na, es dauert noch einen kleinen Moment, ich melde mich morgen oder übermorgen. Das können Sie natürlich mit der Hand schreiben, aber das ist oftmals, die Botschaft ist die gleiche und da können Sie sich durchaus besser vorbereiten. Mehrsprachigkeit ist auch so ein Punkt. Wir sind im Berliner Raum unterwegs, das heißt, oder ein internationales Unternehmen auch, mit vielen Kollegen, die nur Englisch sprechen. Und ich weiß, dass die Anfragen häufig in buntem Sprachenmix auch zu Ihnen reinkommen. Heißt Englisch, Türkisch, was auch immer, in welcher Region Sie unterwegs sind, wo größere Communities leben, erhalten Sie mehr Anfragen durchaus auch in anderen Sprachen. Viele Händler machen sich das zunutze, indem sie auch Mitarbeiter haben, die das beherrschen, die das können und stellen das sogar als positives Merkmal oder als Wettbewerbsvorteil raus. Aber auch die Mitarbeiter haben mal frei, sind krank, haben Urlaub oder sind eben zwischenzeitlich nicht erreichbar. Und da ist es doch von Nutzen, wenn Sie sich auch darauf vorbereiten und durchaus einladende, gewinnende Texte vorbereiten, die Sie dann einfach per Klick rein linken können in Ihre Kommunikation, eben um darauf vorzubereiten, zu sagen, spätestens morgen kriegen Sie von einem Muttersprachler, von einem Mitarbeiter, der Sie da sehr gut abholen kann, quasi eine Rückmeldung. Auch das kann man gut vorbereiten.
Und der letzte Punkt, den ich mitgebracht habe, ist tatsächlich das Thema schwache Leads. E-Mail und schriftliche Kommunikation wird ganz oft schnell gleichgesetzt mit eben das sind Einwortanfragen oder Einsatzanfragen, was das letzte Preis, nehme ich mal noch beiseite, aber auch sonst, da kommt relativ schnell auf, das ist nicht unbedingt wertig und wenn man entscheiden muss und priorisieren muss, werden die Antworten auf diese Anfragen oftmals schnell zurückgestellt. Und auch hier ist die Chance dort, eben mit einer gut vorbereiteten Antwort tatsächlich auch diese Kunden dazu zu bewegen, mehr Informationen zu teilen. Laden Sie sie ein und schreiben Sie diese Texte in guten Momenten, wo es Ihnen richtig gut geht, wo Sie entspannt sind. Das ist oftmals sehr von Vorteil, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Wenn man gute Laune hat, dann schreibt man durchaus vollständige und fröhliche und freundliche und einladendere Antworten, als wenn man ein bisschen unter Stress ist. Und insofern auch bei dieser Klientel ist es hilfreich, eben dann per Klick um mehr Informationen zu bitten oder einzuladen zu Gesprächen und Terminen und eben mit wenig Aufwand auch diese Leads schnell und einfach und gut zu bearbeiten. Ja, sehr interessant fand ich auch im Vorgespräch, denn oft werde ich gefragt, macht das überhaupt Sinn, diese Anfragen zu beantworten? Ist Auto noch da? Oder was ist letzter Preis, hast du gerade gesagt? Das ist so ein bisschen das Henne-Ei-Prinzip. Ich würde sie immer beantworten, aber mit Textbausteinen geht das natürlich dann schneller. Genau. Super. Ich habe noch eine Frage an dich. Und zwar, wenn man jetzt das Dialogcenter sich dafür entscheidet, bekommt man dann die Anfragen trotzdem noch ins Postfach? Ja, also ich glaube, keiner hat irgendwie Anfragen in letzter Zeit vermisst, obwohl wir das Dialogcenter live geschaltet haben. Mhm. Das heißt, wir verschicken aktuell weiterhin ganz normal diese Anfragen auch an Ihr Postfach. Sie sehen es parallel im Händlerbereich und danke fürs Weiterklicken, habe ich ganz vergessen. Im Händlerbereich das neue Dialogcenter und Sie werden sowohl dort als eben auch in Ihrem Postfach die Anfragen finden. Und Sie können auch beides parallel nutzen. Das heißt, wenn Sie eigentlich eher dazu jetzt übergehen oder wenn Sie am Schreibtisch sitzen, das Dialogcenter zu nutzen, aber in einer anderen Situation doch lieber auf eine Mail zurückgreifen und von dort aus Ihrem Postfach antworten wollen, finden Sie im Anschluss Ihre Antwort auch im Dialogcenter, sodass die komplette Chronologie dort vorliegt. Ja, wo finden Sie es? Eben im Händlerbereich, im Bereich Verkaufen, der Reiter Dialogcenter. Sie müssen jetzt nicht permanent F5 drücken, um zu gucken, ob Sie eine neue Anfrage bekommen haben. Denn es gibt oben ein sogenanntes Notification Center. Das ist dieser kleine, ist recht klein, aber es leuchtet ein oranger Ball. Da ist eine Zahl drin, in dem Fall die 3, die Ihnen zeigt, Sie haben 3 frische Anfragen bekommen. Und sobald da oben die Lampe angeht, macht es Sinn, doch mal ins Postfach zu gucken, denn da ist eine neue Anfrage vorliegend. Wer gerne mobil unterwegs ist, sprich das Handy, das Tablet benutzt, wir haben jetzt im App Store die erste Händler-App live genommen und die können Sie sich dort downloaden. Heißt, im App Store von Apple und Google Play gibt es die Dialog-App und dann müssen Sie sich nur einmal in Ihren Händlerbereich quasi dort einloggen und sehen dann die komplette Kommunikation zu Ihren Anfragen auch auf Ihrem Handy. Großartig, also brauche ich unterwegs nur das Handy und habe trotzdem alle meine Anfragen live dabei. Super. Danke, Axel. Das war unser Deep Dive zum ersten Thema, zum Dialogcenter. Und jetzt kommen wir zum Direktangebot. Eins meiner Lieblingsfeatures, denn von Tag 1, den ich bei Mobile eben hatte, wurde ich danach gefragt. Viele wollten immer Parkende anschreiben. Also Interessenten, die sich ein Fahrzeug gemerkt haben auf ihrem Parkplatz, / Merkzettel, diese wollten sie eben aktiv anschreiben. Und das haben wir seit April. Julia, warum sollte man es denn nutzen? Das ist eine sehr gute Frage auch. Sie alle haben eine große Herausforderung und das ist der Wettbewerb. Mhm. Jeden Tag setzen Sie sich einem großen Wettbewerb aus. Und vergleichen wir diesen Wettbewerb jetzt mal an der Stelle mit der Formel 1. Das heißt, Sie und Ihre Konkurrenz fahren 1:1 denselben Rennwagen. Was also macht an der Stelle den Unterschied, damit Sie zuerst durchs Ziel fahren? Die Frage kann ich Ihnen beantworten, das ist die Boxengasse, denn dort geben wir Ihnen als mobile.de die richtigen Tools an die Hand. Und eins davon ist, wie du gerade gesagt hast, seit April für alle Händlerinnen und Händler ab dem Silberpaket, das Direktangebot, wie gerade gesagt, richtet sich anfragetechnisch an diejenigen, die ein Fahrzeug geparkt haben, an die können Sie dann das Direktangebot abschicken und hier die wertvolle Zeit gut machen, die Sie brauchen, um aus der Geparktsituation schneller durchs Ziel zu fahren. Mhm. Genau. Weitere Gründe, ja, die ich auch gerne nennen würde, sind, Sie nutzen hier aktiv, ohne zu warten, auf persönlicher Ebene Ihr Verkaufstalent. Denn Sie können, ohne auf eine Antwort zu warten, direkt die Interessenten anschreiben und
wir haben ja alle Tools, wie sie das am besten machen. Und in dem Moment auf eine Interaktion hoffen. Und hoffentlich klappt es dann auch. Und ich habe Zahlen mitgebracht, weil seit April sind wir ja live. Ich gehe noch einmal zurück. Sorry. Ich bin noch hier, genau. Warum sie das mitbauen, das erkläre ich aber dann gleich. Und genau, was ist neu? Also seit April ist das, das Produkt live. Aber wir haben zwei Erneuerungen seit Oktober. Und das ist zum einen die Schnittstelle. Die müsste jetzt verfügbar sein. Die sollten Sie in Ihrem Datendienstleister-Tool sehen. Und wenn dies noch nicht der Fall ist, kann ich Sie nur ermutigen, mit Ihrem Datendienstleister darüber einmal zu sprechen. Denn genau, das wird Ihre Handhabung von dem Tool auch einmal leichter machen an der Stelle. Ebenfalls ist neu die Benachrichtigung. Und zwar Ihre Konsumenten bekommen jetzt in Ihrem Kundenaccount eine Benachrichtigung, wenn Sie ein Direktangebot abgeschickt haben. Auch hier, wir wollen die Interaktion steigern, es leichter machen, mit Ihnen in ein Gespräch zu kommen und auch in das Verkaufsgespräch am Ende des Tages. Und daher ist die Funktion auch sehr essentiell. Genau, jetzt, da waren wir gerade schon. Ich habe ein paar Zahlen mitgebracht. Warum sollten Sie es tun? Und wenn Sie es seit April noch nicht gemacht haben, heute überzeuge ich Sie davon, nachher noch ein Direktangebot abzuschicken. Denn Inserate, die haben wir ganz viel getestet und herausgefunden, Inserate, die ein Direktangebot abgeschickt, also ein, bei einem Direktangebot, wo wir ein Inserat, bei einem Inserat, oh Gott, tut mir leid, einmal von vorne. Wenn wir ein Direktangebot für ein Inserat abgeschickt haben, generieren wir 10% mehr Leads, als wenn wir kein Direktangebot an der Stelle abgeschickt haben. Ich denke, die Zahl spricht schon allein für sich. Und wir haben ebenfalls feststellen können, dass wenn Endkunden auf die Benachrichtigung klicken, die Wahrscheinlichkeit zu 88% höher ist, dass sie eine Antwort zurückerhalten. Und wie gesagt, das ist das, worauf wir hinaus wollen. Sie wollen in das Verkaufsgespräch kommen. Und das ist das, was wir an der Stelle beweisen konnten mit den Zahlen. Ebenfalls haben wir festgestellt, dass jedes fünfte Fahrzeug gelöscht wird, während ein Direktangebot abgeschickt wurde. Ich denke, auch hier spricht die Quote für sich, warum Sie das Direktangebot nutzen sollten. Ja, und ich sehe auch, dass die Zahlen mitgeschrieben werden. Also sie sind unglaublich interessant und überzeugen, das Direktangebot zu nutzen. Du hast es auch gesagt, du überzeugst heute jeden hier im Raum und auch online. Und vor allen Dingen wollen wir jetzt aber auch noch wissen, welche Tipps du hast, gute Direktangebote, also gute Nachrichten zu schreiben. Ja, denn das Direktangebot ist Ihr erster Kontakt mit dem Interessenten. Und daher ist es wichtig, eine richtige, gut strukturierte Nachricht zu machen und zu schreiben. Und an der Stelle habe ich ein paar Tipps mitgebracht. Auch wenn wir eine Freitextkomponente anbieten, das heißt, Sie können eine persönliche Nachricht schreiben und hier persönlichen Erfahrungen nutzen, habe ich Tipps, die sind trotzdem wirklich wertvoll, wenn Sie auf die 88% Erfolgsquote kommen wollen. Und zwar formulieren Sie eine kurze, prägnante Nachricht. Schreiben Sie ja nicht zu lange Texte, denn wir wissen selber, wie gerne lesen wir alle lange Texte. Das heißt, umso kürzer und prägnanter die Nachricht ist, umso wahrscheinlicher ist es, hier eine Antwort zu erhalten. Stellen Sie sich kurz vor, nennen Sie vielleicht eine konkrete Ansprechperson, hinterlassen Sie eine Handynummer, denn schon wieder, wir wollen in das Verkaufsgespräch kommen und das funktioniert am besten, wenn ich als Interessentin weiß, wie melde ich mich dann am schnellsten bei Ihnen? Fragen Sie auch gerne interaktive Fragen, sowas wie, haben Sie Interesse an ähnlichen Fahrzeugen? Darf ich Ihnen mal ein Angebot nennen? Denn schon wieder, wir starten ein klares Gespräch und machen es dem Interessenten wirklich deutlich leichter. Im Frühlingsupdate haben wir dazu ja schon mal was erzählt und da war klar, Sie können Angebote an der Stelle nutzen. Ich meine, das heißt Direktangebot, aber es ist nicht verpflichtend. Das ist ganz wichtig. Sie sind an der Stelle noch lange nicht verpflichtet, ein Angebot vorzustellen, aber wir empfehlen es ganz klar. Denn wenn Sie das auch dann noch mit einer zeitlichen Komponente versehen, schaffen wir eine Dringlichkeit durch das Timing, Ihnen zu antworten. Denn ein gutes Angebot will sich ja wirklich keiner entgehen lassen. Und daher ist es an der Stelle auch schon wieder wirklich essentiell, wenn Sie das machen, das wirklich mit einer zeitlichen Komponente zu koppeln. Geben Sie trotzdem genügend Kontext. Das passt jetzt nicht mit meinem kurzen Prägnant am Anfang. Aber eine Nachricht wie -500 € Rabatt oder ich schenke Ihnen Winterreifen-Set dazu, wenn das aus dem Kontext gerissen ist, geht das wirklich unter und wirkt eher bei Verwirrung als Interessent, weil man nicht weiß, wie es gemeint ist. Daher schreiben Sie es ordentlich und erklären Sie es da auch. Und was ich, wie gerade am Anfang schon gesagt, als Projektmanagerin nur sagen kann, testen Sie. Testen, testen, testen. Versuchen Sie unterschiedliche Arten von Nachrichten. Fragen Sie auch mal nach Feedback und seien Sie an der Stelle einfach mal mutig, denn nur so finden Sie heraus, welche Art von Nachricht funktioniert und welche eben nicht. Und genau, das, ich glaube, das sind die Haupttipps, die ich Ihnen heute mitgeben kann. Ja,
Und ich möchte Sie auch ermutigen, diese Tipps umzusetzen, denn das Direktangebot kann so das Ping sein, dass der Interessent, der das Fahrzeug geparkt hat, endlich eine Anfrage schreibt, denn darum geht es ja. Oder zum Telefonhörer greift, noch besser. Aber noch eine Frage, Julia. Und zwar Interessenten, die also so ein Direktangebot erhalten, bekommen Sie da eine E-Mail oder wie ist das? Genau. Wir bei mobile.de haben an der Stelle entschieden, weniger ist mehr. Das heißt, im April, als wir gestartet haben, hat der Interessent unter dem Parkplatz dann ein Angebot bekommen, unter dem geparkten Fahrzeug, wo eine Nachricht aufpoppte, wo quasi stand, das wäre das Direktangebot, welches hier gestellt wurde. Seit, wie gerade erwähnt, seit Oktober gibt es Benachrichtigungen im Kundenkonto und ich kann schon mal eine kleine Preview geben. Wir arbeiten gerade daran, dass auch Push-Notifikationen aufs Mobilendgerät dann gesendet werden. Mhm. Das heißt, an der Stelle sind E-Mails auch im nächsten Schritt denkbar. Jedoch wollen wir nicht in der E-Mail-Flut, dass das wichtige Angebot von Ihnen auch einfach untergeht. Mhm. Das heißt, wir testen auch, was gut funktioniert, wo Sie die meiste Resonanz bekommen. Mhm. Das heißt, aktuell nicht, aber in der Zukunft denkbar. Super. Dankeschön, Julia. Das hast du großartig uns erklärt. Und wir kommen jetzt zum nächsten Feature, das Lieblingsfeature von meinem Kollegen Johannes. Und zwar die individuellen Ansprechpartner, auch lange gewünscht, jetzt gibt es sie. Und zwar wird Axel darüber sprechen, wie man die individuellen Ansprechpartner im Händlerbereich anlegt, aber vorher auch, warum man das tun sollte. Ja, der Johannes hat recht, er ist auch im Key-Account-Management-Team unterwegs und bekommt natürlich diese Anfragen und die kann ich total teilen. Deswegen ist es auch eins meiner Lieblingsfunktionen, die wir jetzt haben, weil die Rückfrage danach in den letzten Jahren tatsächlich groß war. Wie kann ich Inserate noch besser mit meiner Vertriebsgruppe, mit meinen Beratern, Verkäufern kombinieren und das richtig zuordnen, dass die Leads an der richtigen Stelle landen und dass man auch hier im Prinzip schon einen ersten Eindruck hinterlassen kann, sprich seine Visitenkarte abgeben kann im Inserat bzw. im Kontaktprozess. Und dafür ist eben diese neue Funktion der individuellen Ansprechpartner die Lösung. Die steht Ihnen bereits ab dem Silberpaket zur Verfügung. Da können Sie neben dem Standardkontakt, den Sie sowieso haben, zusätzlich einen weiteren Ansprechpartner, einen individuellen Ansprechpartner anlegen. Das reicht im Prinzip, um zumindest schon mal eine grobe Differenzierung zu machen, wenn Sie zum Beispiel neue oder Gebrauchtwagen trennen wollen oder wenn Sie zwei Marken unter einem Dach haben, beziehungsweise Sie können das sortieren, wie Sie möchten, im Prinzip, wie Sie Ihr Vertriebsteam aufgestellt haben. Richtig Spaß macht das natürlich erst oder macht das explizit dann ab dem Goldpaket. Wenn Sie ein bisschen größere Mannschaft haben, können Sie bis zu 5 zusätzliche Ansprechpartner hinterlegen, bei Platin sogar bis zu 10. Das heißt immer plus 1, das ist dann Ihr Standardansprechpartner. Das heißt, dass Sie 6 bzw. 11 unterschiedliche Ansprechpartner hinterlegen können. Sehr gut. Das Ganze finden Sie im Händlerbereich im ersten Schritt, denn da müssen Sie einmal hin. Da führt kein Weg vorbei. Man muss einmal seine Mannschaft, seine Crew im Händlerbereich anlegen. Sprich, alle Mitarbeiter, die Sie einem Inserat zuordnen wollen, müssen Sie einmal dort anlegen. Dazu brauchen Sie ein Foto, Name, Vorname, Jobposition, also Jobtitel und eben die Kontaktdaten, E-Mail-Adresse und Telefonnummer. Und im weiteren Verlauf können Sie dann im Einstellprozess eben den entsprechenden Mitarbeiter, den Sie vorher angelegt haben, auswählen. Das geht sowohl manuell, wenn Sie Inserate manuell pflegen, beziehungsweise auch über die Schnittstelle. Dann schicken Sie einfach den richtigen Mitarbeiter quasi mit, wenn Sie das Inserat inserieren. Und dann können Sie auch da den richtigen Mitarbeiter zuordnen. Auch da wieder Deep Dive. Wir gehen eine Etage tiefer zu sagen, was kann ich Ihnen als Tipps noch mitgeben? Was ist denn dabei wichtig? Und da gebe ich ein paar Selbstverständlichkeiten mit, denn die sind nicht immer in der Realität auch so selbstverständlich umgesetzt. Fangen wir an bei dem Namen. Wichtig ist, schreiben Sie den Namen natürlich richtig Groß- und Kleinschreibung. Ich sehe das bei uns im Kundenservice schon bei der Anmeldung oftmals, dass einige Händler nicht so richtig sauber ihre Adressdaten pflegen können oder ihren Namen richtig angeben können. Hier ist es wichtig, das ist eine Visitenkarte. Ne? Das ist direkt der Einstieg in den Kontakt mit Ihnen. Insofern geben Sie korrekte Daten ein. Das zweite Wichtige und das ist das, was als erstes ins Auge fällt, ist das Foto. Auch hier achten Sie darauf, dass Sie gute, vernünftige Fotos haben. Selbst wenn Sie Ihre Mitarbeiter vor 5 oder 10 Jahren schon mal fotografiert haben, nochmal drüber gucken, ist das noch der Standard, sieht das noch zeitgemäß aus. Denn der erste Eindruck, die erste Sekunde entscheidet hier auch schon mal, ist das sympathisch, vertrauensbildend oder eher nicht.
Jobposition, auch wichtig. Das sehe ich vor allem bei uns intern. Ich glaube, ich kann bei der Hälfte meiner Kollegen nicht unbedingt direkt erkennen, wofür die eigentlich zuständig sind, weil das zum Teil sehr kryptische Titel sind. Und da macht es halt tatsächlich Sinn, sehr verständliche, universal brauchbare und erkennbare und für jeden interpretierbare Titel zu verwenden. Ich habe da in der Vorbereitung auch tatsächlich mal geguckt, wer von Ihnen schon die individuellen Ansprechpartner angelegt hat und wie das umgesetzt wurde in der letzten Woche. Und da ist mir direkt auch ein mediumgutes Beispiel aufgefallen. Ein Händler hatte irgendeinen Kleinwagen von Renault, Clio, Twingo, irgendwas in der Richtung, inseriert und ich klicke da drauf und will eine Anfrage senden und da lächelt mir direkt der Fachverkäufer für Wohnmobile und so Caravans entgegen und da war ich kurz irritiert und das ist tatsächlich was durchaus dann auch passieren kann. Ne? Passen Sie auf, dass das in irgendeiner Form Sinn macht, weil diese Irritation sorgt eben dafür, schon Zweifel zu haben, dass ich hier bei der richtigen Stelle bin, beim richtigen Ansprechpartner bin und auch eine vernünftige Antwort zurückbekomme. Und ganz essentiell sind natürlich danach E-Mail-Adresse und Telefonnummer. Das ist natürlich wichtig, dass Sie die Daten hier sauber und richtig hinterlegen. Sonst klingelt das Telefon an der falschen Stelle oder gar nicht. Mhm. Und wenn Leads verloren gehen, weil irgendwo in der E-Mail-Adresse ein Zeichen falsch ist, dann ist das auch schwierig und nicht sonderlich sinnvoll und gut. Und deswegen passen Sie auf, wenn Sie es anlegen. Es ist einmal Aufwand und danach können Sie es dann einfach nutzen. Und dann ist das eine richtig gute Sache. Eine richtig gute Sache, man kann Zeit sparen, man wirkt professioneller, weil gleich der richtige Ansprechpartner die Anfrage bekommt. Der Aufwand, dass man hin und her schieben muss, die Leads, das entfällt damit. Also ich finde das großartig. Die Frage, die ich da noch mitgebracht habe, ist denn, wenn man mit einem Datendienstleister arbeitet, ja? Also die Inserate zu Mobile eben über die Schnittstelle schickt, wie funktioniert denn da die Zuordnung zu den Verkaufsberatern? Genau, ich hatte es angesprochen, es geht über beide Wege. Also Sie können manuell natürlich, wenn Sie manuell inserieren, dann im Prinzip aus einer Liste den richtigen Ansprechpartner auswählen. Wenn Sie einen Datendienstleister haben, also ein externes Tool nutzen, dann kann Ihr Datendienstleister auslesen, die Daten auslesen, die Sie im Händlerbereich gepflegt haben und kann Ihnen dann die Möglichkeit geben, eben beim Mitschicken den richtigen Mitarbeiter auszuwählen und das mitzuschicken. Also insofern ist auch da müssen nicht über das Datendienstleister-Tool halt Namen und so weiter mitgeschickt werden jedes Mal, sondern Sie müssen es einmal anlegen. Mhm. Der Dienstleister liest das aus und kann Ihnen das dann zur Verfügung stellen, dass Sie das auch auswählen können und mitschicken können, richtig. Okay, und wenn ich verschiedene Ansprechpartner habe, die aber alle die gleiche Telefonnummer haben, die zentrale Telefonnummer, kann ich das auch? Ja, das ist ja gerade bei größeren Häusern oftmals der Fall, dass dann trotzdem das Interesse besteht, eben nicht die Durchwahlen zu hinterlegen, sondern eine zentrale Nummer oder vor allem die bei E-Mail-Systemen ist das eben relevant, dass das eben über eine E-Mail-Adresse, eine zentrale E-Mail-Adresse eingeht. Das ist auch problemlos möglich. Sie können bei allen Mitarbeitern, die Sie anlegen, die gleichen Kontaktdaten anlegen, das ist kein Problem. Ich empfehle es trotzdem, es zu tun, ne? Eben aus dieser Visitenkartensicht, dass Sie trotzdem ein fröhliches, freundliches, einladendes Gesicht zeigen, dass Sie einen Namen präsentieren, das ist immer ganz wichtig, auch für den nächsten Kontakt, der Kunde weiß, eigentlich mit wem er es zu tun hat oder hat vielleicht doch mal zwischendurch eine Nachfrage. Insofern pflegen Sie die Daten ein und nehmen Sie dann im Prinzip bei Interesse die gleichen Telefonnummer, E-Mail-Adressen, das ist überhaupt kein Problem. Super, da haben wir also auch wieder an alles gedacht. Kommen wir nun zu den standortübergreifenden Inseraten und der Lieferoption. Beide Möglichkeiten sind im Platin-Paket enthalten und ich werde in meinen Kundengesprächen oft gefragt, was ist denn da der Unterschied und wann setze ich welches Feature ein? Julia, kannst du uns das kurz erläutern, bitte? Ja, und bevor ich darauf eingehe, was hier der Unterschied ist, möchte ich jetzt eine Gemeinsamkeit gerne nennen. Und die ist ganz klar, Sie erreichen mit beiden Produkten Gruppen von Menschen, die Sie sonst nicht erreicht hätten, begründet auf dem Suchradius, den wir hier haben. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, denn jetzt erkläre ich den Unterschied an der Stelle. Der Unterschied ist nämlich in dem Fall, dass die standortübergreifenden Inserate sich primär an die Händlerinnen und Händler von Ihnen richten, die mehrere Filialen, mehrere Standorte in ganz Deutschland haben und somit eine Lieferung zwischen diesen also generieren und sicherstellen können. Während die Lieferoption sich eher an diejenigen richtet, die eine Lieferung in ganz Deutschland teilweise anbieten können, Sie machen es ja viele von Ihnen auch heute schon, und das teilweise bis vor die Haustür. Und ich glaube, da sehen wir den klaren Unterschied zwischen den zwei Produkten. Okay, danke schön. Gehen wir doch jetzt detaillierter auf die zwei Funktionen ein. Was empfiehlst du Kunden, die mehrere Standorte oder Filialen haben? Genau. Also, wie gerade schon eigentlich gesagt, die Herausforderung hier ist ganz klar, Sie haben ein Fahrzeug, was Sie haben mehrere Standorte und könnten das Fahrzeug eigentlich von A nach B bringen. Also Sie haben die Möglichkeit, das zu lösen, die Herausforderung, die Sie eigentlich haben aktuell.
Und da bietet jetzt das standortübergreifende Inserat, das Produkt, endlich die Lösung für. Denn ich habe mal eine Karte mitgebracht, die gucken wir uns mal genauer an. Sie haben jetzt ein Fahrzeug in Magdeburg stehen und die zweite Filiale ist in Kassel. Und Sie haben einen Interessenten, der sitzt jetzt irgendwo in Niedersachsen. Und das Fahrzeug in Magdeburg würde jetzt also gar nicht in den Suchradius fallen, wie der Interessent es eingestellt hat, der jetzt irgendwo in Niedersachsen sitzt. Wiederum die Filiale in Kassel, aber schon. Das sehen Sie an dem blauen Suchradius, der quasi eingezeichnet ist. Was heißt das jetzt? Sie haben dank dem standortübergreifenden Inserat jetzt also die Möglichkeit, Ihr Fahrzeug, welches in Magdeburg steht, in Kassel ebenfalls anzeigen zu lassen und somit auch liefern zu lassen. Das heißt, Sie erreichen hier eine höhere Sichtbarkeit Ihrer Fahrzeuge. Sie haben größere Online-Bestände in den allen Filialen, die Sie anbieten. Und Sie nutzen hier wirklich Ihr gesamtes Filialnetzwerk, was Sie eigentlich haben, aber bisher nicht so gut vermarkten konnten an der Stelle. Und was wir bei Mobile jetzt anbieten, ist, dass Sie bis zu 10 Standorte einpflegen können ins System, können auch weniger sein, und dann manuell jedes Mal über die, wenn Sie es einpflegen bei der Eingabe oder über die Schnittstelle aussuchen, wo Sie Ihr Fahrzeug anbieten können. Das heißt, Sie könnten an der Stelle sagen, ich möchte mein Fahrzeug aber nur in Magdeburg verkaufen, ich habe da keine Kapazitäten für, es nach Regensburg in die Filiale zu bringen. Oder ist gar kein Problem. Ich bin bereit, das Auto überall in Deutschland in meine Filialen zu liefern zu lassen und somit nutze ich hier mein ganzes Filialnetzwerk an der Stelle. Genau, wie sieht das dann aus? Wie pflegen Sie das ein? Sie müssen das einmalig im Händlerbereich legen Sie die Standorte ein. Dafür gehen Sie auf Mein Unternehmen, Außendarstellung und Standorte. Wie gesagt, einmalig müssen Sie diesen Standort anlegen und dann in Zukunft, wenn Sie ein Fahrzeug inserieren, machen Sie das entweder manuell beim Einstellungsprozess oder halt über die Schnittstelle. Und was ich gerade gesagt habe, Sie suchen dann aus, wo Sie es dann anbieten möchten. Genau, wie sieht das alles für Ihre Nutzer aus, damit Sie auch vielleicht die andere Seite mal sehen können. Wir bieten bei Mobile seit neuestem die Funktion an, Lieferung in die Suche zu integrieren. Das heißt, die Angebote, die mir gezeigt werden, werden um die Fahrzeuge erweitert, die lieferbar eben sind. Dazu in diese Suche fallen dann die Lieferoptionen, aber auch die standortübergreifenden Inserate. Und gelabelt wird Ihr Fahrzeug dann mit dem lieferbar in nahe Filiale. Das heißt, ich als Interessentin wüsste jetzt, oh, das Fahrzeug ist zwar jetzt gerade nicht hier, aber es wäre möglich, es in meine Nähe zu kriegen. Und was Sie ebenfalls einfliegen können im Händlerbereich, sind dann Details. Das heißt, Lieferzeiten, Lieferkosten, alle möglichen Informationen, die wichtig sind, um die Lieferung genauer zu erklären, können Sie hier einpflegen. Das heißt, Sie schaffen für den Endkonsumenten eine transparente Grundlage, um zu verstehen, was die Lieferung genau bedeutet und was sie kosten würde. Und für Sie, Sie haben Ihren Kundenschaftskreis erweitert und erreichen hier wirklich Menschen, die Sie sonst gar nicht erreicht hätten, auch wenn Sie die Möglichkeit eigentlich anbieten. Mhm. Wunderbar. Das war also der Einblick in die standortübergreifenden Inserate. Und wir erleben, dass Kaufinteressenten gern ganz convenient, wie man heutzutage sagt, die Fahrzeuge zu sich nach Hause geliefert haben wollen. Wie kann denn unser Kunde, unsere Kundin, Händler, Händlerin, diese Möglichkeit, dass sie Fahrzeuge liefern würden, anzeigen? Erzähl doch mal. Genau. Viele von Ihnen bieten heute schon die Lieferung eigentlich an. Nur schreiben Sie sie oft in Ihren Text, wo man quasi nachlesen könnte, dass es diese Möglichkeit gibt. Schon wieder bei den Interessenten im Suchradius kommt es aber dann gar nicht zum Fahrzeug. Also ich werde nicht sehen, dass das Fahrzeug überhaupt, dass die Option besteht. Und die Lieferoption löst auch hier wieder das Problem. Sie können also eine neue Lieferoption anbieten. Sie können sich hier bewerben, weil oft haben Sie die ja eigentlich schon, und schon wieder den Radius erweitern. Ich habe wieder eine Karte dabei. Diesmal ist es dieselbe Filiale, wir sind in Magdeburg. Und das Fahrzeug ist schon wieder, der Interessent sitzt irgendwo in Niedersachsen. Und der Suchradius ist diesmal ganz klein eingestellt. Das heißt, Magdeburg fällt schon wieder überhaupt nicht da rein. Was Sie jetzt mit der Lieferoption machen können, Sie können den Radius wählen, das heißt, so wie es bei Ihnen möglich ist, das Auto ausliefern zu lassen, aussuchen. Zusätzlich dazu geht das aber bis ganz Deutschland. Wenn Sie also die Möglichkeit haben, in jeder Ecke Deutschlands das Auto bis vor die Haustür liefern zu lassen, können Sie das jetzt auch da angeben. Das heißt, Sie erreichen wieder, Sie haben eine höhere Reichweite, haben neue Zielgruppen, die Sie erreichen und bewerben eine Funktion, die viele von Ihnen eh schon anbieten. Wieder auch beim standortübergreifenden Inserat können Sie Lieferradius und Lieferkosten wieder definieren, um die gleiche Transparenz zu schaffen. Das heißt, ab hier sind beide Produkte recht ähnlich, nur dass, wie am Anfang gesagt, die Unterschiede, wie am Anfang schon erklärt, genau sind da.
So sieht das halt dann aus. Im Händlerbereich können Sie das wieder einstellen. Sie suchen dann die Lieferoption aus, nicht die standortübergreifenden Inserate, und wählen hier den Radius. Das heißt, Sie können die Radiuslinie aussuchen oder auf ganz Deutschland klicken, die Details einpflegen und sogar haben Sie eine Freitextkomponente unten, wo Sie einpflegen können, wenn es dann noch Details gibt, die Sie halt geklärt haben möchten, um, wie gesagt, die Transparenz zu schaffen. Und das sieht für den Nutzer nachher auch sehr ähnlich aus wie das standortübergreifende Inserat. Das heißt, wir suchen wieder nach Lieferoptionen und haben dann das Label diesmal aber Lieferung anstatt lieferbar in naher Filiale und haben dann wieder die Detailansicht, die wichtig ist, um die Transparenz zu schaffen. Das heißt, mit beiden Produkten haben wir eine klare Win-Win-Situation. Sie erreichen neue Kundschaft und die Kunden haben eine Funktion, die sie sich oft wünschen und sind klar informiert, was das bedeutet. Dankeschön. Neue Zielgruppen kann man damit erreichen. Wunderbar. Hervorragend vorgetragen. Und jetzt können Sie es auch alle nutzen. Ich habe Ihnen versprochen, dass ich Ihnen 4 Takeaways mitgebe. Wahrscheinlich brauche ich die gar nicht mehr sagen, weil Sie alle das so gut schon mitgeschrieben haben oder sich selber vorher schon erarbeitet haben. Aber ich möchte noch mal ganz deutlich auf das Dialogcenter eingehen. Nutzen Sie es. Nutzen Sie das professionelle Tool und behalten Sie den Überblick über Ihre Interessentenanfragen. Mit dem Direktangebot gewinnen Sie Kunden mit einer aktiven Ansprache, indem eben Ihre Interessenten, die sich das Fahrzeug gemerkt haben, eine Nachricht bekommen. Probieren Sie es aus. Nutzen Sie auch bitte die individuellen Ansprechpartner, um sich professioneller darzustellen und mehr Zeit zu sparen. Sparen Sie eben Zeit, indem Leads gleich beim richtigen Ansprechpartner ankommen. Und mit den standortübergreifenden Inseraten oder der Lieferoption zeigen Sie Ihren Kunden, wo Ihre Fahrzeuge überall verfügbar sein können. Also erhöhen Sie damit Ihre Zielgruppe. Julia, Axel, ich danke euch ganz doll, dass ihr uns diese 4 Produkte oder 5 sogar noch mal genauer erklärt habt. Ich bin überzeugt davon, dass Sie die jetzt alle nutzen werden. Aber erstmal machen wir eine kleine Pause. Und zwar geht es hier um 14.30 Uhr weiter. Sie können jetzt entweder diese Features einsetzen oder aber sich einen Kaffee holen. Hauptsache, Sie sind 14.30 Uhr pünktlich wieder hier. Vielen Dank. Ja, auch von mir nochmal herzlichen Dank, Fabian, für die Impulse zum Thema der Entwicklung der eigenen Strategie und vielen Dank, Shannon, für den Insight, für die Einblicke in die Wella-Gruppe. Unheimlich spannend. Und ich würde an dieser Stelle sagen, das ist nochmal euer großer Applaus. Und zum Thema Insights geht es jetzt auch weiter. Ich freue mich, dass ich als nächstes auf der Bühne begrüßen darf 3 Kolleginnen von mobile.de, die sich mit dem Thema unseres neuen Plattform-Updates auseinandersetzen werden. Herzlich willkommen, Anja, Julia und Axel.